Protest allgemein ist ein ganz wichtiges Element von solchen Debatten. Es ist eine Möglichkeit, sich einzubringen, auch wenn es mal Nichtwahlen gerade gibt. Protest ist gelebte Demokratie. Da das das Mittel ist, womit Greenpeace Druck vor allem auf die Politik ausübt. Protest bedeutet ja immer auch Gesellschaftsgestaltung. Hi, ich bin Tarek Südik. Ich bin Protestforscher am Zentrum für Konfliktforschung in Marburg. Hallo, ich bin Toni von Greenpeace Koblenz. Ich bin Julia, Studentin und Mitarbeiterin an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Ich engagiere mich seit vielen Jahren bei den Students for Future für Klimagerechtigkeit und im Jugendbeteiligungsgremium des BMWK für aktive Jugendpartizipation. Ich bin Sebastian Hebeisen vom Deutschen Gewerkschaftsbund hier in Koblenz. Mir geht es darum, einen realistischen Blick auf Protest zu vermitteln. Also jetzt nicht zu romantisieren, aber gleichzeitig auch die Potenziale, die ja auch in Protest drinstecken, zu beleuchten. Also ich selber habe promoviert zum Iran, auch im Iran und in Japan. Und ansonsten aktuell arbeite ich zu Pakistan, auch in Pakistan. Protest für Greenpeace spielt eine wirklich zentrale Rolle, und zwar auch in jeglicher Form, da das Mittel ist, womit Greenpeace Druck vor allem auf die Politik ausübt, sei es jetzt mit Greenpeace Deutschland, aber eben auch mit den Ortsgruppen vor Ort in den Städten, die die Bevölkerung mit an die Hand nimmt, die mit der Bevölkerung spricht und sie dafür sensibilisiert und dann deutschlandweit dann agiert und damit dann auch den Druck dann erhöht. Als Gewerkschaften ist Protest für uns Alltag. Erstmal, wenn man an Streiks denkt, aber auch, wenn wir uns einmischen politisch abseits der Arbeitswelt. Und deswegen gehören DGB und Protest ganz oft zusammen. Also in Deutschland wird eigentlich ziemlich viel protestiert und sehr kreativ protestiert. Und das ist immer sehr interessant zu sehen, was Leute sich da wieder einfallen lassen. Die Proteste gegen Rechtsextremismus zum Beispiel Anfang des Jahres, die waren absolut riesig. Aber man hatte auch Proteste zum Beispiel von Klimaschützern. Die waren immer wieder kreativ und haben sich was Neues überlegt. Ich würde sagen, die Protestkultur ist sehr plural, was auf der einen Seite viel Diskussionsgrundlage bietet, aber auf der anderen Seite auch viele Potenziale dafür, dass Menschen sich auf unterschiedliche Art und Weise engagieren können. Sehr divers, gerade in Zeiten von der letzten Generation, von Fridays for Future, haben sich einfach verschiedene Arten von Protestbewegungen entwickelt, die auch unterschiedliche Ansätze eben vornehmen. Da entstand aber auch viel Diskurs darüber, was ist eine angebrachte Protestform, was nicht. Und Diskussionen gehören ja auch zur Demokratie, also auch das ist ja nicht negativ. Ich glaube, eine ganz große Rolle. Protest bedeutet ja immer auch Gesellschaftsgestaltung. Und ich denke, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Demokratie viel mehr bedeutet, als alle paar Jahre mal wählen zu gehen. Das spielt eine total wichtige Rolle, denn Protest ist gelebte Demokratie. Also nicht nur alle 4 Jahre wählen gehen, sondern sich einmischen. Je öfter, desto besser. Eine sehr große Rolle und eine sehr zentrale Rolle, weil sie auch Teil der Meinung, der freien Meinungsäußerung ist und damit essentiell ist für eine demokratische Gesellschaftsgestaltung. Demokratie kann ja nur funktionieren, wenn Meinungen ausgetauscht werden und Versammlungen, Versammlungsfreiheit, Protest allgemein ist ein ganz wichtiges Element von solchen Debatten. Es ist eine Möglichkeit, sich einzubringen, auch wenn es mal Nichtwahlen gerade gibt oder die noch 4 Jahre dauern. Es braucht an der einen oder anderen Stelle eine andere Kultur. Es gibt viele Betriebe, da gehen die Menschen mutig voran und zeigen, wie es geht. Da haben wir auch Leuchttürme hier bei uns in Koblenz, wo das gelebt wird. Und es gibt aber auch andere Betriebe, da ist das nicht so. Entweder weil der Chef das nicht will oder weil die Menschen nicht genügend Mut haben. Und da geht es darum, dass wir dann auch dafür sorgen, dass die Menschen ihre demokratischen Rechte umsetzen, sich einsetzen, protestieren, sowohl im Betrieb in Form von Streiks, aber natürlich auch außerhalb vom Betrieb, wenn es darauf ankommt. Also in erster Linie, wie wichtig es eigentlich ist, auch diese ganzen nicht-politischen Sachen zu machen, wie eine Gemeinschaft zu haben, die Verbindung aufrechtzuerhalten und wie es wichtig es auch ist, sich halt immer wieder was Neues zu überlegen, nicht da in so eine Routine zu verfallen, die dann aber auch immer wieder vorhersehbar wird und damit auch unterbunden werden kann. Sich solidarisch zeigen, mitmachen. Es gab immer wieder Möglichkeiten, Beschäftigte zu unterstützen, nämlich genau dann, wenn Streiks in der Zeitung angekündigt werden, wenn Demonstrationszüge stattfinden, dann können alle zeigen, ich finde das gut, ich stehe hinter euch.
Zum Beispiel hat jetzt der Einzelhandel super lange streiken müssen, bis die ein neues Angebot hatten und es da endlich eine Einigung gab. Das heißt, während Corona haben alle geklatscht für den Einzelhandel. Das war dann ganz schnell rum und die haben wirklich hier lange, lange gestreikt, bis sie da ihren Abschluss hatten. Ja, das hängt vom Ziel des Protestes ab und es gibt sehr unterschiedliche Ziele. Das heißt, auch die Erfolgskonditionen verändern sich. Wenn ich versuche, auf Debatten ganz viel Einfluss zu nehmen, dann ist der lange Atem wichtig. Das geht nicht über Nacht. Wenn es darum geht, innerhalb sehr kurzer Zeit was zu erreichen, dann geht es auch genau um das Überraschende. Da muss ich vielleicht ein bisschen anders rangehen. Und ganz, ganz oft geht es einfach darum, genau zu verstehen, was ist eigentlich das Ziel und der Kontext, in dem ich das Ziel verfolge. Also was sind vielleicht die Rahmenbedingungen oder auch Akteure, die mir helfen könnten oder die eher dagegen sind. Dass sie die Welt ein Stückchen besser machen und den Finger in die Wunde legen, da wo sich was ändern muss. Dass sie hier im Land friedlich ablaufen. Natürlich mit einem gewissen Druck dahinter, aber Friedlichkeit ist das, wofür Greenpeace steht und auch stehen wird und das seit Jahrzehnten. Und damit sind wir auch bisher gut gefahren und sind weit gekommen, worauf ich auch sehr stolz bin auf diese Organisation. Ich glaube, ich hoffe mir vor allen Dingen das Zusammenarbeiten über verschiedene Generationen hinweg. Das finde ich extrem wichtig und ansonsten viel gute Laune und gute Musik.